Nur für das, um da hochzukommen. Warte mal kurz. Bist du schon mal on Stream ausgerastet? Hast doch ein paar Mal gesehen, hast doch das hier in den Nightmares bin ich schon ein paar Mal ausgerastet beim Fehlen. Bin ich ja schon ein paar Mal bei manchen Szenen hier. Aber so richtige Rage-Quits gab es von mir noch nie. Vor allem Quits gab es noch nie. Also Rages gab es schon mal. Das kam schon vor. Aber Quits noch nicht so. Stimmt auch wieder. Bei Minecraft, also mein heftigster Rage war bisher in Minecraft. Ich weiß nicht welche Folge. Da bin ich irgendwann, da war ich bei einem, da habe ich ein Villager-Dorf erkundet und bin dann, war dann auf der Heimreise und habe mit den, also Minecraft Arnor, habe ich ein 100 Folgen Projekt Minecraft gespielt. Ganze 100 Folgen Minecraft auf meinem Kanal. Da habe ich ein Villager-Dorf erkundet und habe da ganz viele Schätze, Rüben und so weiter, ganz viele wertvolle Sachen, die ich in meinem Dorf gebraucht hätte, mitgenommen. Und bin dann kurz vor meinem Dorf, also zwei Berge vorher, wurde ich dann irgendwie von einem, also unweit von meinem Dorf, wurde ich dann von einem Creeper in die Luft gesprengt. Da bin ich. Da ich die Bude hier zusammengeschrien. Ich dachte, das ist da. Dann bin ich richtig. Dann bin ich wieder Creeper explodiert. Bin ich so richtig mein ganzes Zeug weg. Da bin ich wie ein Creeper in die Luft gegangen. Das ist Minecraft, ja, das gab in Minecraft gab es einige Rages von mir. Gerade bei Creepers. Bei den Creepern. Da bin ich oftmals, da bin ich echt ausgerastet. Die scheiß Creeper. Böse Creeper, soll er wie alle anderen auch gebannt werden. Ja, bann mal den Creeper, nur. Einmal den Creeper bannen. Brauchen wir nicht. Scheiß Creeper. Ich meine, Minecraft wäre so schön und so idyllisch und so toll ohne Creeper. Wenn es die Creeper da drin nicht gäbe, dann wäre es aber auch nicht Minecraft. Aber ja, versteht, es wäre so ein entspanntes Spiel. Ich meine, man würde so viel schaffen, man wäre so produktiv und man könnte vieles aufbauen und man müsste sein Haus nicht immer reparieren, weil es von Creeper zerstört wurde und es ist. Es würde einiges ersparen. Mit den Zombies und mit den Spinnen und so weiter Kram komme ich zurecht. Das ist kein Problem. Und die Baby-Zombies, die gehen ja. Okay, die sind auch heftig, aber. Die Creeper, das ist. Ohne die wäre es irgendwie. Da wäre es schöner. Ohne die Creeper wäre es ein Teil. Ja, wirklich ein Stück besser. Okay, hier haben wir ein Auge. Was hilft uns das jetzt genau? Da kamen wir durch die Luke rüber. Kann ich vielleicht um die Laterne, muss ja in die Laterne springen oder was? Nee. Noch schlimmer sind aufgeladene Creeper. Aufgeladene Creeper? Sagt mir gerade nichts. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Kann mir das jemand verraten? Also wie ich rüberkomme, weiß ich. So. Und wie mache ich jetzt hier weiter? Was ist hier meine Aufgabe? Da unten geht's ins Kohlebecken. Was ist hier die Mission? Wie komme ich in den nächsten Raum? Ich habe keine Idee. Nur hast du eine Idee.
wie wir jetzt hier vorankommen. Tja. Zwei googelt gerade nach. Guckt gerade auf YouTube nach einem. Nach einem Walkthrough. Können wir hier irgendwie durch oder? Gibt es hier irgendwie eine Wand, die wir eindrücken können? Wenn sie einen Blitz trifft, sind sie aufgeladen und verursachen noch mehr Schaden als zuvor. Ja gut, Creeper, die noch mehr Schaden verursachen, springt dann ein ganzes Haus weg oder was? Das macht dann nicht nur ein Loch in deine Wand, sondern hast dann gleich das ganze halbe Haus. Dann gleich die. Hast dann nur noch das ganze unterste Etage. Hast dann gleich die. Das ist ja auch das Lustige an Minecraft, dass kann dir halt das ganze Haus weggesprengt werden. Und das Haus steht noch, also wie bei Bäumen. Die ganze Logik halt. Der Bildschirm zu Hause geht dann kaputt. Genau. Zwei geöffnet YouTube. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht. Mir fehlen jetzt hier gerade die Ideen. Die Gnome spielen mit der Kohle. Tutorial. Nee, Walkthrough. Walkthroughs, das sind die wahren Sachen. Let's Plays und Walkthroughs. Ich guck mal bei einem anderen Let's Player. Ich würde jetzt tendenziell zu Gronkh gehen, aber Gronkh hat das DLC nicht gespielt. Der Böse. Little Nightmares. Nightmares DLC. Full Playthrough. Genau das brauchen wir. Das kann man auch immer, das kann ich euch auch immer raten, wenn ihr irgendwie in einem Spiel nicht weiterkommt. Einfach mal auf YouTube gehen und ein Workflow machen. Dafür sind Let's Plays ja da. Dafür mache ich es auch jetzt. Okay. Die Lösung liegt wahrscheinlich auf der Hand. Ist wahrscheinlich easy peasy. Ich blick's bloß gerade nicht. Ist wahrscheinlich viel zu einfach. Direkt vor unserer Nase. Und wir blicken es nicht. Okay, ich versuche da gerade mal wieder hochzukommen. Das ist ja meistens so bei den meisten Rätseln. Hat man die ganze Zeit direkt vor der Nase gehabt und kommt einfach nicht drauf. Denkt man sich einfach, wenn man sie gelöst hat, denkt man sich, ja, wie konnte ich darauf nicht kommen? Mr. Obvious. Wir sind jetzt gerade eingesperrt in diesen Dombayern. Ich glaube, irgendwofür brauchen wir die Lore. Aha. Wir haben doch jetzt drei Nome. Wie gesagt, die Lore, ja, die Lore, die ist der Schlüssel. Natürlich. Wenn wir jetzt alle zusammengetrommelt kriegen. Jetzt habe ich sie da runtergeworfen. Und der andere kommt jetzt auch noch mit. Ich hole mal die drei Nomen erstmal mit hoch. Sind sie wieder zu zweit? Ne, der dritte ist auch noch dran. Ist hier unten. Hier, das ist der dritte. Mit den drei Nomen sollten wir doch jetzt hier. Zu viert sind wir doch stark genug. Und können die Lore schieben. Das war ja am Anfang das Problem. Das habe ich jetzt im Walkthrough gesehen. Wir waren noch zu schmächtig und zu schwach. Das war jetzt eine Mischung aus schmächtig und schwach. Schmach. Guck mal, zu dritt kriegen wir doch die
wenn der eine nicht dagegen arbeitet. Einer schiebt doch immer in die falsche Richtung. Jetzt hier mit Wumms, jetzt hier, mein gemeinsam, hoch hier, hoch, na kommt, Leute, zu viert, schaffen wir das. Attacke. Sehr gut. Haben wir die Lore hier oben. Und stopp. Das muss noch ein bisschen zurück. Kleiner Schubs. So. Und jetzt kann ich doch hier. Jetzt muss die Nome leider wieder zurücklassen. Ist immer sehr traurig, die Nome zurückzulassen. Ach, jetzt sind wir wieder zu zweit. Zuschauer gegangen oder was? Ne, ich sehe noch vier Zuschauer. Aktuell vier Zuschauer zeigt mein Stream an. Okay, jetzt sind wir hier. Sind wir hier weitergekommen? Das war die Lösung. Die Lore benutzen. Okay, jetzt hier runter oder was? Jo. Jetzt muss ich hier für die Lore den Weg frei machen. Wofür auch immer wir die Lore brauchen. Jetzt mitschieben. Leute, meine Nome. Ich habe euch wieder abgeholt. Ich habe euch nicht im Stich gelassen. Und Noahs Nachricht kommt zu spät. Tschüss, Gnome. Nome ohne G. Das ist wahrscheinlich der englische Begriff dafür. Gnomes ist, glaube ich, ja. Gnomes ist wahrscheinlich der englische Begriff. Das ist Gnome wahrscheinlich auch richtig. Nice! Die Tür durchbrochen. Und die Gnome kommen mit. Sind tatsächlich wirklich die Gnome, also mit G im Deutsch. Ins Deutsche übersetzt mit G. Gnomes. Daher kommt es wahrscheinlich. Ich bin nicht komplett irre. So, nu. Ich werfe einen von euch mal da durch. Wäre eine Idee. Ja, auf die meisten Lösungen komme ich ja selbst. Ich mache ja wirklich, also mir einen Workflow angucken und Komplettlösungen und so weiter mache ich ja wirklich immer, wenn ich stecke, also wenn der halt wirklich was gar nicht weiterkommt. Dann mache ich es ja auch nur, um euch dann, um halt nicht zwei, drei Parts hier bei einem Rätsel festzustecken. Ist ja auch fürs Zuschauen schlecht. Also seht ihr ja hoffentlich ein. Das nur zu eurem Besten mache. Gemeinsames Hüpfen. Wieder durch. Vielleicht können wir selber hochklettern. Tatsächlich. Das können wir. Ach, hier sind wir wieder. Sind wir hier nicht falsch abgebogen? Das war doch da, wo wir am Anfang waren. Wo wir erstmal zum Hausmeister den falschen Weg gegangen sind. Wo ich jetzt wieder falsch gegangen bin. Verdammt. Hier komme ich nie wieder runter. Weil der keine Leitern runterwegs klettern kann. Den ganzen Weg noch mal von vorne machen oder was? So, hops. Nach Möglichkeit nicht sterben. Wie kommt man jetzt hier runter, ohne zu sterben? Vielleicht über die Loren hier. Das wäre eine Möglichkeit. Sind diese hier? Gut. Jetzt sind wir wieder hier oben. Nein. Ich sterbe hier am laufenden Band. Ich habe eine Idee. Das kriegen wir hin.
Können wir uns beeilen? Können wir irgendwie loren? Oder so. Hier können wir noch runter. Seilen wir uns am Halt fest. Erhalten wir uns am Seil fest. So, und runter hier. Sehr gut.